Freundinnen und Freunde von St. Laurentius und von Herz Jesu, liebe Gemeindemitglieder, ich grüße Sie herzlich zum frohen Pfingstfest und wünsche Ihnen im Namen unserer Gemeinden und auch des Teams der Seelsorgerinnen und Seelsorger ein frohes und ein gesegnetes Pfingstfest. An diesem Pfingsten werden wir, weil das Wetter wieder so schön werden wird, merken, Pfingsten zieht uns raus. Das ist wirklich ein Fest, bei dem das Rausgehen ganz wesentlich ist. Hören wir doch in der Apostelgeschichte vom Pfingstfest, dass die Jünger so aus dem Häuschen waren, als Gottes Geist in sie gefahren war, dass sie hinausgegangen sind, raus aus ihrem Raum, in dem sie sich eingeschlossen hatten, raus aus der Enge ihrer Ängste, und sie sind auf die Straßen gegangen zu den Menschen und haben ihnen die frohe Botschaft verkündet, Jesus Christus lebt und sein Geist wirkt unter den Menschen. Mit dem Geist Gottes aber hatte sich vorher in ihnen etwas eingebrannt. Auch deshalb verbinden wir mit dem Heiligen Geist die Zungen von Feuer. Eingebrannt hatte sich in ihren Herzen die Gewissheit, Jesus Christus lebt. Er gibt uns Kraft, er stärkt uns, er sendet uns hinaus. Und das haben wir jetzt wieder auch erfahren, diese Erleichterung, herausgehen zu können, aus dem Häuschen sein zu können. Ich denke an ein paar aus unserer Gemeinde, die waren ganz lange zusammen in Quarantäne und sie waren auch schwer an Covid erkrankt. Welche Erleichterung, welche Freude, wieder herausgehen zu können. Und Gott schenkt uns große Freude, dass wir als Christen herausgehen können und bezeugen können, Jesus Christus lebt und er ist bei uns. Wie auch immer Sie Pfingsten feiern werden, ich wünsche Ihnen ganz viel von dieser Freude, frohe und gesegnete Pfingsten.